Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial, in dem ich euch mal zeigen möchte, wie man den Film Star Wars 4 im CMD sich anschauen kann. Und ja, nochmal als Hinweis, das Ganze ist auch völlig legal, denn es ist nicht der originale Film, er ist nämlich deutlich gekürzt und nur in, ja, ich sage jetzt mal ASCII zeigen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Idee. So, wir fangen direkt an, indem wir eine Eingabeaufforderung zuerst starten. Und dort müsst ihr als erstes mal ausprobieren, ob ihr hier Telnet eingeben könnt. Wenn allerdings hier diese Meldung hier kommt, der Befehl Telnet ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden, dann gibt es das Telnet nicht mehr. Das ist bei den neuen Windows-Versionen so. Bei XP und Vista war das glaube ich noch drin. Ab Windows 7, glaube ich, gibt es kein Telnet mehr, wenn es schon bei Windows Vista nicht schon mit drin war. Auf jeden Fall müssen wir das Telnet erst einmal aktivieren. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige jetzt hier mal zwei Stück, indem ihr einfach die Systemsteuerung öffnet. Dafür, das geht normalerweise nicht so, wie ich das gerade gezeigt habe, dafür müsst ihr einfach in die Suche hier Systemsteuerung eingeben. Dann geht ihr hier auf Programme, dann auf Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Und dann findet ihr hier irgendwo, wo ist er, den Telnet-Client. Da macht ihr einen Haken rein, drückt auf OK. Und dann wird das Ganze auch angewendet. Änderung abgeschlossen, können wir schließen. Und wenn wir jetzt hier Telnet eingeben, dann haben wir den Telnet-Client. Ich gehe eigentlich so mal ganz kurz raus, denn ich wollte euch auch noch meine zweite Version zeigen, wie man das machen kann. Dafür mache ich den Haken nochmal ganz kurz beim Telnet-Client wieder raus, dass er wieder abgeschaltet wird. So, schließen. Jetzt sollte der Telnet nicht mehr funktionieren und wir sehen, der Telnet ist ja wieder raus. Jetzt zeige ich euch noch eine zweite Möglichkeit. Dafür müsst ihr die Eingabeaufforderung als Admin starten. Also einmal hier rechte Maustaste als Administrator ausführen. Das wird hier bestätigt. So, und jetzt müsst ihr hier folgenden Befehl eingeben. Und zwar den Befehl, den schreibe ich euch auch in die Beschreibung. Und zwar nicht das hier, sondern das hier, PKGMGR, also für Package Manager, slash /EU:Telnet-Client. Ich packe euch den Befehl natürlich auch in die Beschreibung, dann müsst ihr den hier nicht abschreiben. Denn da kann man nämlich sehr schnell ein paar Fehler einbauen, dann funktioniert das Ganze nicht. Also das einfach abschicken, dann bekommt ihr auch keine Rückmeldung oder so. Und wenn wir jetzt noch einmal das hier schließen und uns ein neues CMD öffnen, ist wichtig, dass ihr ein neues nehmt. Also neues Fenster öffnen, Telnet eingeben. Dann sind wir auch schon im Telnet-Client. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit mit O für Open eine Verbindung zu öffnen. Und zwar bei nach müssen wir jetzt Folgendes eingeben, findet ihr auch in der Beschreibung. Towel.blinkenlights NL. Das müsst ihr eingeben. Und wenn ihr jetzt Enter drückt, dann startet jetzt direkt los mit dem kostenlosen Film. Und man sieht ja auch, wer es gemacht hat, hier auch mit E-Mail-Adressen und Seiten. Und das stimmt ja eigentlich gar nicht, was hier oben steht, dass sie IPv6-Versionen mehr haben und sowas. Also das war damals bloß eine dafür gedacht, um den Nutzer dazu zu bringen, ja, IPv6 zu kaufen oder zu benutzen. Und schon geht's hier los, direkt mit A Long Time Ago. Ist leider nur auf Englisch und leider auch ohne Ton. Aber man sieht ja, so läuft der Film jetzt ungefähr durch. Ich habe ja den ganzen Film auch schon einmal angeschaut. Leider kann man das Ganze hier nicht größer machen. Das ist ja mein Trick, glaube ich, ein bisschen. Und zwar sieht man einfach mal die Schriftart hier ein bisschen verändert. Und zwar auf 72 ändert. Ja gut, vielleicht sollte man auch nicht so übertreiben, wie ich das jetzt gerade mache. Okay, auf 72 sollte man es am besten nicht stellen. Am besten so 36. Das sieht auch nicht so richtig. Okay, ich glaube, man soll es aber mit überlassen, was ich jetzt hier gerade mache. Denn das Problem ist, das backt hier gerade ein kleines bisschen rum. Okay, verändert bloß hier nicht die Schriftart, weil sonst backt das hier leider etwas rum. Ich glaube, ich starte das mal lieber nochmal neu. Also, verändert hier nicht die Schriftart. Bei Windows 7 komischerweise funktioniert das auch. Warum auch immer das jetzt hier nicht funktioniert. Ihr könnt übrigens auch einfach Telnet und dann direkt towel. Blinkenlights.nl eingeben. Das kommt das gleiche raus. Okay. Also verändert bloß hier nicht einfach die Schriftart und jetzt packt das Fenster hier auch schon wieder ein bisschen rum. Ich setze einfach mal wieder alles auf Standard. Was auf Standard zurücksetzen, ey. Warum spackt denn das jetzt hier so komisch rum?
Auf jeden Fall ändert sich die Größe, sonst buggt das ein kleines bisschen rum. Auf jeden Fall, ihr könnt jetzt hier den Film anschauen, der geht ungefähr so 20 Minuten. Wer sich gerne mal anschauen will, ist leider nur auf Englisch verfügbar und leider auch ohne Ton, aber die Texte, die gesprochen werden, die sind jetzt hier auch eingesehen, kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil, gut, sonst wird wahrscheinlich nachher auch das Video wieder gesperrt wegen Raubkopie. Ich glaube aber nicht, dass sowas hier noch Copyright hat, weil man sich auch frei anschauen kann. Also, so könnt ihr euch das Ganze anschauen. Sowohl hier den Befehl zum Freischalten, als auch den Befehl, also hier dieses Tauheltheut, also die Adresse, findet ihr in der Beschreibung. Würde ich sagen, beende ich jetzt hier erstmal die Folge, leider packt das hier jetzt gerade ein kleines bisschen rum. Hier sieht man auch schon C3PO und S4D2 und halt hier die Texte. Auf jeden Fall, würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch interessiert. Würde ich sagen, bis bald und ciao.